Die Online-Beratung ist quasi ein Konzept, wo man online quasi sich beraten lassen kann zu den verschiedensten Themen. Wo ich anonym angeben kann, erstmal per paar Klicks, was ist denn überhaupt mein Anliegen? Es ist im Grunde so ein Internetportal, um ein Beratungsangebot für Leute zu bieten, die vielleicht Hemmungen haben oder denen es vielleicht nicht so leicht fällt, in der Beratungsstelle anzurufen. Also es ist keine Chatberatung, wo man so ein Zeitfenster hat, sondern jeder, der eine Frage hat, der ein Thema hat, wo er jemanden sucht, der kann einfach schreiben, so viel oder so wenig er will. Dann gehe ich auf die Seite, melde mich an, wie das jeder von seinem E-Mail-Konto auch kennt. Und geben ihre Postleitzahl an und das bedeutet, dass sie hier vor Ort landen. Man kann sich ein Nickname ausdenken. Es ist anonym. Man kann seinen Namen natürlich nennen, wenn man ihn möchte. Sie können auch Hasi123 schreiben und dann sage ich Hallo Hasi123. Und dann verfasst man eine Nachricht, die kann natürlich in der Länge total variieren. Auch was geschrieben wird, ist total variabel und dem Ratsuchenden selbst überlassen. In der Beratungsstelle läuft dann diese Nachricht auf und wird innerhalb von 48 Stunden an Werktagen von der Beratungsstelle beantwortet. Ansonsten ist es dadurch, dass man halt nur ein Nickname und ein Passwort eingeben muss, absolut nicht kompliziert. Also es gibt gar keine Begrenzung, es ist für jeden. Jeder, der anfragt. Also die können sozusagen nach Themenbereichen aussuchen. Die Schuldnerberatung, die Sucht- und Drogenberatung. Krisen und Ehe, Familie, rechtliche Betreuungen, Erziehungsberatung. Ich sage einfach mal 8.000 Leute. Ich schätze mal so um die 10.000. Ich hätte schon ein bisschen mehr gesagt. Vielleicht so 20.000. Also theoretisch zumindest von unseren Kollegen erstmal jeder. Das sind im Grunde ganz normale Erziehungsberater, das heißt Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Psychologen mit einer Zusatzausbildung, die da arbeiten. Jeder von uns hat eine Beraterausbildung. Das sind tendenziell größtenteils Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, die halt in den entsprechenden Beratungsstellen auch tatsächlich arbeiten, so wie ich ja eben auch. Auf jeden Fall die Anonymität, auf jeden Fall die Niederschwelligkeit. Ich muss nur eine Internetseite aufrufen, mich anmelden und bin quasi im Beratungsprozess. Ich muss nicht lange warten. Die Leute sind ganz nah bei sich. Die können jedes heikle Thema ansprechen, was sie wollen. Gerade für Menschen, die dann doch zu dem Ergebnis kommen, okay, ich brauche irgendwie jemanden zum Reden. Muss ja noch nicht mal sein, dass ich tatsächlich ein Problem habe. Dass immer wieder geschrieben wird, zeigt ja auch, man ist irgendwo ein Ankerpunkt und quasi eine Möglichkeit, irgendwo ja, die Gedanken zu lassen. Ja, probiert uns aus. Traut euch einfach, guckt an, ob es euch gefällt. Hol die Unterstützung, wenn du es brauchst. Wir sind für dich da.